Eine Bombe im Haus nochmal. Hey, ganz locker. Oh, Bombe schon wieder. Steht doch Mann, da Mann, Mann. locker. Ist also nicht so schwer. T der Zocker und T an die LP. Und dann haben wir den Krustenkäse dabei. Na Gott sei Dank. Ah, wir haben wieder die Fitcherin, die vorhin Ela gespielt hat in der letzten Runde. Diesmal als Gegnerin. Ja, ah, shit. Die müssen wir wegholen jedes Mal, aus Prinzip. Wenn wir sonst nichts schaffen. Unskilled Shiva war auch ein Gegner von uns letztes Mal. Bei den anderen weiß ich nicht genau. Sag PS6. Nee, sagt mir auch nichts. Ich stelle mal sehen, Level 48 im Goldrang, weißt du, ist Black Tenny ist ein Diamond-Spieler, oder? Nee. Das ist nicht Diamond, das ist Platin, glaube ich. Na, ist egal. Ja, Zocker, jetzt komm, ich hab keine Angst hier. Mann oder Memme? Du hast nur so Memme verlassen. Der ist Level 133, der Andi ist 207. Alter. Der Käse ist 101. Ich freue mich ja mittlerweile immer schon, wenn ich nicht auf niedrigst Level bin. Hat zwar eigentlich überhaupt nichts zu sagen, aber. Und der wirft sich halt immer der Macht der Zahlen. Irgendwie schon, ja. Jatron? Okay. Dann ist die andere im Kraftraum. Trainingsraum, ja, weil da lief gerade einer unten im Keller. Da geht unser Diamond-Dude-Spieler. Martin. Ja, kann ich ja. Ich habe ihn. Kann natürlich sein, wenn das so Leute sind, dass die jetzt dann schon auch Spawn-Kill und Rauch. Ja, genau. Machen. Eigentlich schon gedacht. Zwei Leute hat schon weggeholt. Ja. Ah, die ist aber auch weg. Sehr schön. Up in the bathroom is clear. In einer ist ein Bathroom. Bathroom ist clear, hat er gesagt. Nur Bathroom gehört. Das ist halt so ein gravierender Unterschied, ob das clear ist oder nicht, ne? Leider ja. Zwei sind oben. Im Billard ist gerade keiner. Ich habe auch gerade Einer ist in der Werkstatt, in der Baustelle einer da ist oben. ganz oben, da habe ich auch einen angeschossen, ich weiß noch nicht wen. So. Sehe ich nichts, aber Glass Ich auch hoffentlich. nicht. Ich habe aber eine Klemme an die Ecke gestellt zu meinem Ding. Der Glass schießt aber auf dem Fenster eben hinter dir. Ja. Da wollte ein Glass draußen abfangen, so ja Scheiße. nicht. Smoke hat mich erwischt. Mit seinem Smoke. Op 4, last operator standing. Och klar.
Aber die Uhr tickt noch für uns. Nein! Gewonnen. Ja, ich glaube schon. Sauber. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Sehr schöne Stelle. Weil von der Seite hat er abgedeckt und von der anderen Seite war die Claymore. Ja, zum Diffuser hin. Wobei, wenn er am Diffuser gehackt hätte, er dann auch wieder erwischt. Mein Cover war weg. Das hat sehr schön funktioniert. Außer wie es der gerade gut gespielt hat, vielleicht kriegst du da hin. Ach, der Andi hat ihn, ja. Nein! Zum Heulen. Wenigstens habe ich jetzt die eine Wand schon mal, ja. Wo ich überstroben soll, stelle ich die einfach mal hier so sinnlos hin. Mist. Alle Kameras hier drin weggeholt. Jetzt aber alle ihre vier Dinger verschossen. Nein! Einer ist down in der Werkstatt und einer ist draußen am Fenster. Eine Baustelle, ich sag mal Werkstatt. Ja, der hängt da außen. Ping mal hin, dass die es wissen. Hä? Ich will aber nicht! Oder hängt er an der anderen Seite gerade zu oder so am Fenster? Weiß man nicht. Aber der kommt schon hier, ne? Ich habe nur noch die Kamera in der großen Halle, da sehe ich das. Oh, da weißt du, dass ich hier bin. Das wäre nicht so toll, na, ist egal. Ich kann so ruhig sprengen, ist doch egal. Sauber. Ich hatte volle Leben. Sektor Seltas. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich glaube, wenn er geblendet ist, er kann sich dann auch nicht so schnell rumdrehen und so, ne? Also es verlangsamt ihn ja auch. So. Er wusste zwar genau, wo ich bin, aber naja. Ja, er muss halt das Ruder noch rumreißen. Wenn das halt ein bisschen länger dauert, ist das vielleicht schon genau die Zeit. Du guckst ja schon in die Richtungen, selbst wenn es dich auch ausbremst, ist halt nicht so dramatisch, ne? Ich wusste ja jetzt, wenn er reinschwingt, muss ich nur gerade ausschießen. Und wenn ich nicht
Augen zuhalten, theoretisch sogar. Na. Obwohl das nicht zu empfehlen ist, weil dann geht's echt in die Hose. Möglich. We need to locate a bomb. So. Sitze diesmal nicht im Billard. Und noch nicht, sie sind oben. Ach, genau wie wir in der Kinderzimmer und Baustelle. Hm. Ella macht da schon so ein Assi-Move. Die beiden Wände, die Eckwände da zum Treppenhaus, haben sie schon mal verstärkt. Die zum Flur nicht, aber. Die, da hat man zumindest schon mal Deckung dann in der. In der einen Ecke. Ella hat sich Löcher gemacht an diesem Dings da, wie heißt denn das? Scheiße, dieses Querfenster oben am Haupteingang. Da hat sie sich Wege gemacht, da kann sie hin und her laufen zwischen Baustelle und Bad. Hm. Ja, dieses Lamellenfenster-Dingsbums damals, ne? Dieses. Genau, das Wort Lamelle ist mir nie eingefallen. Ja, was machen wir denn jetzt? Was fangen wir denn jetzt an? Boah, so Kinderzimmer ist schon nicht verkehrt, ne? Ich setze mal eine Claymore hier unten hin. Ich hab grad gedacht. Ja, dann nehm ich meine wieder mit. Dann machst du mal eine da. Eine tue ich mal hier hinten hin an der Seite. Falls sie rausspringen wollen, wenn du da sei jetzt, weißt du? Im Kinderzimmer ist keiner drin, aber die haben die Wand zum Flur auf. Hat ja funktioniert wie Arsch auf Eimer mit der Claymore. Mhm. Dafür ist sie da. Für Eimer-Arsch-Aktionen. Ella ist tot. Komm mal hier hinter mich und plant mal hier irgendwie. Ich bin schon dabei gewesen, ob nicht funktioniert. War doch zu schnell für dich. Verdammt. Ist natürlich jetzt sehr traurig, dass wir Ella mit der Claymore gekriegt haben, ne? Geil. War das, wer war denn das? War das Fitcherin? War's? Ah, doch, Fitcherin. Ja, sicher, ah. Sehr so schön. Sehr, sehr schöner Abschluss. Also das ist sehr schön, sehr schön. Mal das Glücksrad drehen. Mit 17%. Komm, ganz gut. Bleib. Nee. Oh, schade. Ganz knapp daneben. 10. Ja, weil wir noch ein bisschen weiter daneben. Aber das lief ja nochmal ganz gut. Ja, schöner Abschluss für heute. So sieht's mal aus.